Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oblivion. Ja, in sehr freundlicher Umgebung sind wir hier, wie wir deutlich sehen. Ah ja, heimelig und gemütlich. Hier möchte doch jeder leben. So, Schluss mit der Ironie. Wir haben ja Wichtiges zu erledigen. Wir müssen gucken, dass wir dieses Oblivion-Tor hier schließen, das direkt vor Quatsch sich ausgebreitet hat, sich es da gemütlich macht. Ein Glück habe ich keine Höhenangst. Ja, einfach nicht nach unten sehen, hieß der alte Trick, ne? Finde ich auch immer so witzig. Nicht nach unten sehen, schon klar. Ich bin in 100 Meter Höhe, aber ich sehe nicht nach unten, nein. Hierher, schnell. Oh. Erst die Leiche plündern. lohnt sich ja. Ein Knochen! Wollte ich schon immer haben. So, jetzt aber mal auf den... Oh, Ausruf. Ihr dürftet gar nicht hier sein, Sterblicher. Bin ich aber... Euer Blut ist vergossen. Euer Fleisch ist mein. Nein, 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 das ist meins. Das will ich behalten. Au, au, was machst du denn? Ja, komm schon, dann komm schon. Grün und Wallgrün. Was macht das denn? Ja, ich sehe dich. Hältst du mich für blind oder was? Aber ich kämpfe hier. Mann, Mann. So, er hat einen Schlüssel bei sich. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt will ich aber mal kurz gucken. Ah, das wiegt 43 Kilo. Damit werden wir direkt überladen. Nein, nein. Das geht nicht. Er ist auch nicht wirklich so viel wert. Lässt sich auf den Namen schließen, was er... Agnostik. Was ist das noch gleich? Ja, du machst fast gar keinen Druck, ne? Aber wenn du unbedingt willst... Ah, dein Käfig kann ich nicht öffnen. Wie kann ich denn jetzt... Schnell, schnell, keine Zeit. Ihr müsst den großen Turm hinauf. Man nennt ihn den Sigilburgfried. Damit wird das Oblivion-Tor offen gehalten. Okay. Findet den Siegelstein, entfernt ihn und das Oblivion-Tor wird sich schließen. Schnell, der Wächter hat den Schlüssel. Ihr müsst den Schlüssel holen. Den habe ich bereits. Und was ist mit dir? Nehmt den Schlüssel, geht zum Sigilburgfried und sucht den Siegelstein. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, soweit schon klar, macht aber... Macht euch keine Sorgen um mich, dafür ist keine Zeit. Los, Bewegung! Ja, gut, wenn du meinst. Schade drum, aber... Ich habe jetzt hier gerade keine Idee, wie ich den Käfig aufbringen soll. Ich meine, gib mir einen Schweißbrenner und das Ding ist nur erledigt, aber so muss ich dich leider zurücklassen. So leid es mir tut. Ups, was mache ich denn auch? So, wegstecken, nicht zuhauen. Die Leiche hatten wir uns angesehen, viel mehr als Knochen ist da nicht dabei. Aber mal gucken, was da unten ist. Und zwischenspeichern. Wie immer zwischenspeichern. Ich glaube, wir müssen aber auch nicht hier nach unten, sondern eher dann einfach wieder zurück in den Hauptturm, wie er so schön gesagt hat. Ich möchte trotzdem mal gucken, was da unten noch so ist. Ja, das sind nämlich von diesen Dingern. Ich weiß gerade nicht, wie sie hier heißen. Irgendwie Clan 4 oder sowas. Das möchte ich mir doch jetzt mal ansehen. Ob da vielleicht noch irgendwelcher spannender Loot ist. Wer weiß, wer weiß. Man kann es nie wissen. Ja, da kommen sie bereits. Was ist denn mit dem los? Die glühen ja schön, wenn man sie anhaut. Ach, wie hübsch. Fast wie Leuchtkäfer. Und sie sind auch nicht so gefährlich, finde ich jetzt. Nein, nein, eindeutig nicht. Haben allerdings auch nichts Interessantes dabei. Ach, Kümmerling, okay. Die Ausgewachsenen dürften dann wohl schon gefährlicher sein. Ja, und ein bisschen Schaden haben sie durchaus gemacht. So ist es ja nicht. Aber wenn das alles ist hier, einen Ausgang gibt es ja auch nicht. Nein, alles nur von diesen Lüftungsschächten oder was es auch immer sind. Dann benutzen wir mal wieder den Eingang als Ausgang. Und verschwinden aus diesem Turm hier. Müssen den guten
den guten Kerl, der da im Käfig sitzt und uns sagt, wie man denn das Oblivion-Tor schließt, leider zurücklassen. Oh, da hat es mein Spiel minimiert, Leute. Entschuldigt. Aber wir müssen eh ins Inventar. Ich wollte nämlich kurz gucken. Jawohl. Reparieren. Ich warte noch ein wenig. Unsere Reparaturhämmer werden nämlich sehr knapp langsam. Na, schon unter 5. Ich werde jetzt nur noch reparieren, wenn es unbedingt nötig ist. Wir haben es zwar, glaube ich, nicht mehr... Oh Gott. So weit. Aber... Dennoch möchte ich nicht zu viel riskieren. Wir werden die Reparaturhämmer nämlich auch später noch gebrauchen. So, wo muss ich jetzt lang? Umgebungskarte. Jo, scheinbar irgendwie hier. Oder so. Ich bin leicht das verwehrt. Wir probieren einfach mal die nächste Tür aus. Ah. Genau. Die können wir jetzt öffnen, dank des Schlüssels. Gab aber doch noch eine andere Möglichkeit, ne? Ja, genau, die Tür da hinten. Ich will mal kurz gucken, wo die lang führt. Aufpassen auf die Stacheln. Und auch hier kommen wir so weiter. Okay. Ich gehe mal kurz erst hier lang. Will mal kurz gucken, wo das genau hinführt. Und vielleicht mal wieder zwischenspeichern, ne? Aha. Da oben ist ein... Jawohl. Ein Flammenatronarch. Los, stirb schon. Ja, ja. Ich weiß, du willst nicht sterben, aber... Die Option gibt es leider nicht. So. Und nun? Hier scheint es wieder weiterzugehen. Mit zwei Türen. Ich muss mich kurz hochheilen. Ja, das dauert immer noch etwas. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, einen anderen Heilzauber zu besorgen. Wo sollte ich auch? So, und jetzt vielleicht mal die Waffe reparieren zumindest. Von der Rüstung lasse ich mal die Hände. Autsch. Nur noch 3. Da waren es nur noch 3. So, gucken wir mal nach. Das dürfte aber wieder in die Mitte führen, oder? Ja, genau. Heißt, wir benutzen auch noch kurz die Tür, die wir zurückgelassen haben. Oh, Gott sei Dank, ein Reparaturhammer. Den können wir jetzt echt gebrauchen. Aha. Hier geht es aber auch gar nicht weiter. Das ist ein abgeschiedener Balkon. Sprich, es ist eine Sackgasse. Wir müssen also die nächste, die andere Tür verwenden, die wir noch gesehen haben. Sonst kommen wir gar nicht weiter. So. Gucken, dass ich die richtige Taste erwische und nicht aus Versehen statt schnell speichere, schnell lade. Das wäre ärgerlich, in der Tat. So, gut, welche war das denn noch gleich? Ich glaube, ich weiß nicht genau wo. Schlimm, das müsste hier sein, ne? Die haben ja auch aufgeschlossen. Oh, noch ein Flammenatronarch. Kurz noch zu Ende heilen. Oh, ich muss das auf Ausweichen wieder ein bisschen üben. Oha, sieh an, der hat auch schon ein wenig weniger Leben. Bekämpfen die sich hier schon wieder? Die mögen sich nicht, die Dedra. Kann das sein? Ah, bleib doch hier! Warte! Ich muss dich noch looten! Naja. So. Jetzt haben wir es ja. Ich erwische schon wieder die ganze Zeit die falschen Tasten. Das wird wohl immer so bleiben in der ersten Folge der jeweiligen Session. Aber das stört ja niemanden. Ich meine, ihr seht's ja nicht mal. Das nervt höchstwahrscheinlich nur mich. Ein bisschen. So. Gutes altes Schnellspeichern. Gott sei Dank habe ich dich. Ich weiß, warum der... Warum
der Leben verloren hat. Das ist eine Falle. Puh. Wir kommen aber durch. Gerade so knapp. Wo geht's denn hier lang? Das will ich jetzt mal gucken. Zu einem erneuten Feueratronarch, der uns verfehlt hat. Na los, stirb! Na, was macht ihr so Schönes? Heute verprügelt ihr auch Flammenatronarchen. Ist eigentlich ganz schön. Oh Gott. Ist ja kriminell, diese Fallen. So, hier noch eine Tür. Nimmt mich jetzt mal Wunder, wo die hinführt. Können wir mal... das führt in den anderen Turm. Ja, da wollen wir doch auch nochmal kurz nachsehen. Bevor wir dann in den Hauptturm hinaufsteigen. Ja, alles mitnehmen, was geht. Ist hier die Devise. Und ein bisschen reparieren. Ja, es geht noch. Es geht noch. Boah, wieder so eine Brücke. Noch höher als die letzte. Nicht nach unten sehen. Einfach stur geradeaus laufen. Und schwupps. Geht es in... Was stand da? Irgendwas mit Fleisch. Und da empfängt uns auch gerade ein netter Tremora mit einem Streitkolben. Naja, aber viel hat ihm das nicht gebracht. Ein Tremora-Rüpel. Oh. Haben sie einfach die Leiche angezündet. Wie barbarisch. Wie barbarisch und gemein. Heilen, heilen. Es muss halt einfach sein. Ohne Lebenspunkte kommen wir nicht weit. Bah, das Geräusch. Ekelhaft. Gehen wir wieder herunter, den Turm hinten ab. Schön der Spirale nach. Ja, da ist auf alle Fälle wieder ein Feind. Ah, so ein Beschwörer. Auch schon seinen Kampf beschworen, der uns fleißig mit Feuerbällen bewirft. Ah, und da ist er auch schon weg. Kaum ist sein Beschwörer gefallen. So, kriegen wir mal noch ein bisschen was an Loot. Ja, viel hat er uns gegen uns nicht ausgerichtet. Es ist witzig, dass die ganzen Feueratronarche und dergleichen... Oh, Zwergenpfeile. Immer her damit. Dass die ganzen Dämonen und Feueratronarche und so um einiges... stärker sind als die Tremora, die ja eigentlich wohl die Herren dieser Kreaturen sind. Ja, und das sieht hier nicht danach aus, als würde der noch nach unten führen. Da ist eine ziemlich große Masse an Lava oder Magma. Ich weiß nicht, ist es jetzt an der Oberfläche oder nicht? Das sagt man sehr anders. Auf jeden Fall ist der nicht zu gebrauchen, der Aufzug. Schwer beschädigt, wie daran steht. Wir gehen also einfach wieder hoch. Und ja, damit führt nur noch ein Weg weiter. Nämlich der beim Hauptturm ganz nach oben. Ja. Und dann dürften wir auch draußen sein aus diesem Oblivion-Tor. Wenn wir es denn überleben. Aber ich habe da eine recht zuversichtliche Einstellung. Da ist die Tür. Da ist die Tür. Wir dürften eigentlich auch diese ganze Ebene hier gesäubert haben. Nicht nach unten sehen. Ja, ich weiß, ich sage schon wieder. Aber das ist ganz krass bei mir mit der Höhenangst. In echt noch viel schlimmer als jetzt so in einem Spiel. Da kann ich es ja noch einigermaßen ertragen. Und Banzai. Oh, diese Fallen. Aber wenn man einfach geradeaus durchläuft, dann entkommt man ihnen zum Glück. Ich will mir nicht vorstellen, was sie sonst mit uns anstellen würden. So, und hier waren wir ja schon. Hier geht es jetzt nur noch durch diese Tür hier. So. Wieder zurück zum Blutfest. Oh, welch ein Fest.
Ist hier noch etwas? Oh ja. Ich habe ihn gar nicht gesehen. In seinem schwarzen Umhang. Schnelligkeit wurde entzogen. Na, da gibt's Schlimmeres. Nein! Oh, verdammt. Den werden wir nie wiedersehen. Nein, nein, Leute, da gehe ich jetzt nicht noch runter, um den zu looten. Das ist mir dann doch... Ihr seid momentan schweigsam. Oh! Er hat uns unsere Magie entledigt. Das ist wahrscheinlich... Nee, ist nicht der Buff. Das dürfte noch unser Schnelligkeitsentzug sein da. So, der ist jetzt auch weg. Ja gut, haben wir halt etwas weniger zu looten. Das, der dürfte auch nebst einem Trank und vielleicht ein paar Schriftrollen nichts Schlaues dabei gehabt haben. Hoffe ich mal. Ansonsten beiße ich mir in meinen Ork-Hintern. Ich möchte jetzt doch noch ganz gerne denn das Tor in dieser Folge schließen. Deswegen mal ein bisschen beeilen. Portalaufzug. Ist ja cool. Was bringst du uns denn? Oh, 1000 Gold. Feuer widerstehen 20%. Oh, 20%. Das ist nicht wenig. Schade, es ist leichte Rüstung. Damit nützt es uns nicht so viel. Und ich bin schon wieder im Kampf. Ich höre das doch. Ja, ein Feueratronarch. Daneben. Daneben. Oh, ich fürchte, der wird auch runterfallen, wenn wir den hier auf der Brücke besiegen. Aber hey. Ich bin da sonst immer so drauf versessen, wirklich alles zu looten, was ich finde. Aber ich muss das in dem Let's Play hier einfach mal ein bisschen zurückstellen. Das ist jetzt nun wirklich nicht so tragisch. Meistens haben die ja eh nur ein paar Alchemie-Zutaten oder Pfeile. Ein Dietrich, wenn es mal hochkommt. Oder jetzt hier diese Dremora-Schriftrollen und Tränke. Also nichts, was man jetzt unbedingt haben muss. Zumal unser Inventar ja schon längstens schreit, pass auf, bald bist du überladen. Oder so, wenn es denn sprechen kann. Meines bestimmt. So, weiter geht's. Ach Mann. Nochmal schnell speichern. Und dann geht's hoch hier. Immer weiter nach oben. Ich hoffe ja mal, es ist zu bewältigen, was da oben auf uns wartet. Oh, da ist nochmal so ein Cardiff oder wie die heißen. Oi, 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 oi. Da ist er runtergefallen. Lebt er noch? Also sein Skamp ist noch da, von daher müsste er noch leben. Nein, jetzt ist er entweder tot. Oder was weiß ich. Na gut, mir wäre es fast nicht anders gegangen. Beinahe wären wir runtergefallen. Ich sehe jetzt auch wirklich nicht mehr. Ich glaube, es ist auch keine Kampfmusik mehr. Nee, das ist normale Musik. Von daher haben wir ihn einfach stinkfrech runtergeschubst. Aber das macht ja nichts. Haben wir den Schlüssel hierfür? Ja, haben wir. Sehr schön. Müssen wir nicht Schloss knacken. So. Und da sind wir nun also. Auf dem Dach des Turms. Hier haben wir noch einen Blutbrunnen. Den brauche ich allerdings momentan nicht. Ich würde meinen, hier geht es einfach zur anderen Tür, richtig? Mal kurz gucken. Ja, ja. Oh, und man hat uns auch schon bemerkt. Unsere Anwesenheit ist aufgefallen. Man sucht nach uns. Oh, hat uns auch schon gefunden. Hey, bleib hier, du Feigling. Wie die davonrennen. Wie kleine Pussys. Gibt's ja wohl nicht. Muss gar nicht meinen, dass du mir entkommst. Und mich deinem Skamp überlassen kannst. So haben wir nicht gerechnet, Bürschchen. So, ich heile mich auch mal und benutze den Blutbrunnen nur als Notfall. Das dürfte reichen, dass wir uns ganz heilen können. Und ja, wenn es das hier schon war, war das eine ziemlich dürftige Bewachung. Ja, den Brunnen können wir ja mal betätigen. Da generiert sich unsere Magie. Klonk, klonk, klonk. Ach, da ist noch wer.
Irgendwer hier ist hier noch. Dürfte ein weiterer Dremora sein, wenn er ein Schwert gezogen hat. Aber wo? Ah, da. Aua. Ein Rüpel. Oder? Nee, ist was anderes. Ein Kinwall? Kinwall? Irgendwas in der Art. Er haut ganz schön zu mit seinem... mit seinem Schwertchen. Au, 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 lass das. Schubs mich nicht runter hier. Au. Jawoll. Auch den haben wir besiegen können. War's das jetzt? Oder ist noch mehr hier zugegen? Mal ein bisschen looten. Stinknormaler Lederbrustharnisch, da können wir darauf verzichten, um ehrlich zu sein. Hm. Ich denke, viel mehr kann hier fast nicht mehr sein. Wenn ja, hätte es uns schon längstens gehört. Und das heißt, wir haben das hier geschafft. Das dürften wirklich... Oh, Lebenstränke, sehr gut. Sehr gut, Lebenstränke werden wir noch brauchen für den Kampf, den uns dann draußen erwartet. Ich will ja nicht zu viel spoilern, aber das wird nochmal eine Herausforderung. So, und hier sind für gewöhnlich die größten Schätze drin. Oh, na super, eine Kriegsaxt. Die ist allerdings nicht so viel wert. Die kann ich eigentlich auch getrost hier lassen. Da ist unsere, die wir noch haben, besser. Und noch ein Trank. Ich habe es gar nicht gesehen, ob es ein Lebenstrank war. Wenn ja, umso besser. So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Den Siegelstein. Und was hat uns der Werte her gesagt? Den Siegelstein sollen wir entfernen. Ja, die Wache müssen wir jetzt leider zurücklassen. Ob nun lebend oder tot. Tut mir sehr leid, aber es geht wohl einfach nicht anders. Schwupp. Boah. Latenter Siegelstein hinzugefügt. Hm? Haben wir denn noch genug Platz? Tatsächlich, wir haben es auch mit dem Platz hingekriegt. Boah, es brennt alles. Das kann nicht gesund sein, sowas. Schnell raus hier. Ich habe das Tor geschlossen, indem ich den Siegelstein, der das Tor innerhalb Obliviens verankert, gestohlen habe. Ich sollte Savilian Matthius mitteilen, dass der Weg nach Quarchinai nun offen steht. Nicht, dass man einfach um das Tor herum hätte gehen können. Aber lassen wir ihn ihren Willen. Jetzt ist es ja weg. Das kann so schlecht nicht sein. Wumm. Explodiert es in sich zusammen. Und welch Freude, wieder an der schönen Luft zu sein, unter dem Regen. Wobei ich jetzt nach diesem bestimmt hitzigen Oblivion ganz froh sein kann, dass es mich hier ein wenig abkühlt mit dem Regen. So, wir müssen die Folge aber beenden. Wir werden das nächste Mal dem werten Herrn da vorne berichten, was wir alles vollbracht haben. Ich wünsche euch also einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.